Deutschlands Schlagerradio. Radio B2 ist hier, Chefsache Macher im Gespräch. Herzlich willkommen. Mein Gast heute wurde am 4. April 1964 in Hamburg geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er begann seine Karriere 1990 am Residenztheater München und wechselte drei Jahre später an die Schaubühne an den Leniner Platz nach Berlin. In der Hauptstadt spielt er im Renaissance-Theater jetzt in einem kurzweiligen Stück, in dem es um einen Millionen-Lotto-Gewinn geht. Wir kennen meinen Gast auch aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus der Serie Die Cleverin. Sein Bruder Chin ist Kabarettist und mit ihm singt er manchmal. Ich sage herzlich willkommen, Hans-Werner Mayer. Hallo. Hans-Werner, Bruder Kabarettist, wie habe ich mir so eine Jugend dann vorzustellen? Du bist Schauspieler, musstest du quasi immer über seine Pointen und seine Witze lachen? Oder? Er hat mich nicht dazu gezwungen, aber er hat mich dazu gebracht, ja. Ja. Und wer hat wen zum Singen gebracht? Denn du singst ja auch ganz gern mal. Also eher mich, würde ich sagen, weil das Ganze hat angefangen, als er aus Amerika wiederkam, als Austausch. Er war Austauschschüler. Ich bin ja fünf Jahre jünger als er und er kam wieder und hat uns im Wohnzimmer vorgesungen, vorgetanzt, hat ein Musical gemacht. Und das hat mich irgendwie inspiriert. Ja. Meine jüngere Brüder lassen sich ja gern von älteren Brüdern inspirieren. Mhm. Die älteren Brüder sagen immer, sie machen alles nach, aber es ist reine Inspiration. Also du machst deinen Bruder nicht nach. Nein. Hans-Werner Mayer, Schauspieler, mein Gast bei Radio B2 in Chefsache Macher im Gespräch. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Wichtig, also. Doch, es ist wichtig. Diskutierte gerade bei der Musik mit Hans-Werner Mayer darüber, dass er nicht am 4. April Geburtstag hat, sondern am 14. So ist es. Ja, ja, so ein paar Tage können ja auch was ausmachen. So beim Sternzeichen zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, ist das ein anderes schon? Nee, ist nicht das andere. Ja. Also du bist dann Widder. Ein Widder. Widder und stur wie tausend Rinder, wie es im Stück heißt. Ist das so? Nein, ich finde ja eher, dass Stiere stur sind. Ja. Widder sind feurig. Feurig. Ja. Und wollen mit dem Kopf aber trotzdem durch die Wand, oder wie? Strohfeuer, immer Strohfeuer. Ja? Ja. Also bei mir hat mal eine Mitarbeiterin gesagt, ich hätte so eine Art Tischfeuerwerk. Mhm. Also bei dir ist Strohfeuer, bei mir Tischfeuerwerk. Ah, Sie sind auch wieder. Ich bin Löwe, aber auch impulsiv, das bist ja. Du auch. Ja, das kann man sagen, ja. Ja, die Frau musste es ertragen. Ja, die ist Stier. Okay, wir hatten vorhin mit Chin darüber gesprochen. Was ist der für ein Sternzeichen, dein Bruder? Oh Gott, Waage? Ich weiß nicht, im September, was ist das nochmal? Ja, es kann Waage sein, es kann aber auch Jungfrau sein. Also, ich glaube, es ist Waage. Du hast mit ihm gesungen, hast ja vorhin erzählt, er kam aus Amerika wieder und dann hast du ihn zwar nicht kopiert, aber er hat dich inspiriert und ihr habt in der Schule dann auch schon Musik gemacht, ganz nett, A Cappella. Ne? Genau, das war nicht mit meinem Bruder, das war mit meiner A Cappella-Gruppe, mit der ich immer noch singe, die heißt Meier und die Geier. Und wir haben in den letzten beiden Schuljahren damit angefangen, mit Straßenmusik. Wie gesagt, die Inspiration kam von meinem Bruder, aber ich habe es dann auf meine Weise weitergeführt. Und Meier und die Geier singen gemeinsam, aber eben auch mit deinem Bruder. Habt ihr so ein schönes Programm, Klangrazzia hieß das, ne? Oder heißt es immer noch? Heißt es, ja. Genau, er ist ja Kabarettist und es ist ein Crossover zwischen Comedy, Theater und A Cappella-Konzert. Ja. Was ich ganz nett fand, ich habe euch bei Spotify gesucht, leider nicht gefunden. Mhm. Was ich ganz nett fand, habe ich mal gehört, ihr übersetzt quasi viele englische Songs ins Deutsche. Ja. Das finde ich so sympathisch, denn wir sind ja Deutschlands Schlagerradio. Ja. Also wir übersetzen sie allerdings nicht sinngemäß, sondern nach dem Klang. Nimm mal ein Beispiel. Na, das ist halt so wie Kinder sowas übersetzen würden. Also We Will Rock You ist Sie will Rocco. Ja, ja okay. Oder We Are the Champions. Wir sind die Champignons. Sie hat Verständnis. Ah, okay. Also das ergibt einen neuen Sinn. Das ist ein spielerischer Umgang damit natürlich und das ist sehr lustig. Jetzt ist ja immer ganz interessant, wenn Künstler, Popkünstler und die Produzenten sagen, wir nehmen einen großen Hit aus den USA, übersetzen den auf Deutsch. Die Verlage, die Originalverlage lassen sich ja immer die Transkription schicken. Also was meinen die Deutschen eigentlich damit? Und die achten peinlich genau darauf, dass die Geschichte wirklich so wiedergegeben wird, wie sie im Original war. Das ist natürlich hier überhaupt nicht der Fall. Ist ja auch richtig so. Das ist ja, wir nehmen es ja auch nicht auf. Wir bringen es ja nur auf die Bühne. Ja. Und das ist Teil dieses ganzen Konzeptes. Das würde an sich gar nicht funktionieren. Das ist nur Teil dieses Kabarettprozesses. Ja. Woher kommt in deiner Familie, also mit Chin und mit dir, so dieses schauspielerische? Papa war Landschaftsarchitekt.
Da mag man nicht vermuten, dass der das schauspielerische Talent hat. Und die Mama Fremdsprachenkorrespondentin. Also mein Vater hat sehr gerne Geschichten erzählt und war sehr unterhaltsam. Ja. Kein Schauspieler, aber ein Entertainer, würde ich sagen. Ob es daher kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Manchmal fällt es ja auch vom Himmel. Ja, irgendwo in den Genen. Ja. Joachim Haider hat mal gesagt, in der Genlotterie gewonnen. Ja. Großer Komponist, Produzent. Ja, nun, wenn man, also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns gegenseitig ständig inspirieren. Mhm. Und bei mir war es halt, ich hab mich an meinen Bruder orientiert und dann meinen eigenen Weg gesucht. Und hast du immer gesagt, dann schon an jungen Jahren, ich will auf die Bühne Schauspieler werden? Ja, nicht so ernsthaft. Ich habe das eher während des Abiturs, ich habe in der Schule Schultheater gemacht. Mhm. Mich hatte quasi ein Lehrer, der da Theater AG hatte, der hat mich quasi entdeckt und hat mich dazu gebracht. Und dann habe ich aber Umwege gemacht, wie mein Bruder auch. Nicht ganz so lange, aber. Nenn mal einen Umweg. Naja, ich hab dann Zivildienst gemacht, damals war das noch 18 Monate. Ja. Und wollte Medizin studieren. Und habe dann aber während des Zivildienstes gemerkt, dass es nicht nur so eine Schnapsidee war, sondern dass ich das wirklich will. Und dass, wenn man das will, dann darf man sich von nichts aufhalten lassen. Und diese Energie, die habe ich dann quasi, ich habe meinen Akku da aufgeladen. Ja, und das Medizinstudium abgebrochen. Und ich habe damit gar nicht erst angefangen, okay. Weil das war sonst schon klar. Nee. Du hast gesagt, ich gehe nach Hannover und studiere an der Hochschule für Musik und Theater. Ich habe gesagt, ich mache das wie auch immer. Ich habe dann verschiedene Aufnahmeprüfungen gemacht, wie man das so macht. Bin dann in Bochum und Hannover aufgenommen worden, bin nach Hannover gegangen. Und aber ich war mir klar, selbst wenn ich nicht aufgenommen werde, mache ich das. Und diese Energie, die hat mir geholfen, glaube ich. Ich meine, ich weiß nicht, wie es richtig ist, aber ich habe mal gehört, nur so ungefähr 10% aller Bewerber kriegen überhaupt einen Job dann als Schauspieler oder den Platz der Ausbildung. Naja, erstmal bewerben sich 800 bis 1000 Leute für eine Schauspielschule, wo 10 Leute aufgenommen werden. Und von denen 10 bleiben in der Regel 2 im Beruf auf lange Sicht. Und du bist drin geblieben, erfolgreich. Ja, klar, ich hatte Glück, ich hatte gute Voraussetzungen und ich hab nach wie vor diese Energie. Ja, das ist gut so. Hans-Werner Mayer, mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Ich habe die Energie zum Spielen. Hans-Werner Mayer sagt das, Schauspieler in Berlin zu Hause und in der Hauptstadt auch auf der Bühne in einem sehr unterhaltsames Stück, kommen wir etwas später dazu, im Renaissance-Theater. Lass uns noch ein bisschen darüber reden, wie es bei dir losging nach der Schauspielschule. Ich meine, Tausende beenden die Schauspielschule und dann hört man nichts mehr, entweder eine staatliche oder private. Bei dir hat es irgendwie funktioniert. Du wurdest vom legendären Regisseur Josef Filzmeier entdeckt. Wie konnte der dich entdecken? Naja, erstmal bin ich ans Theater gegangen, nämlich ans Residenztheater. Es gibt ja sogenannte Intendantenvorsprechen nach der Schule. Da hatte ich dann noch verschiedene Theater zur Auswahl, wo ich hingehen konnte. Ich habe dann das Größte genommen in meiner mir eigenen Bescheidenheit und gedacht, das schaffe ich schon irgendwie. Man wird immer davor gewarnt, in große Theater zu gehen, weil man da nicht genug spielen kann. Bei mir hat es ganz gut geklappt und da gab es eine Casterin, die inzwischen leider verstorben ist. Die hat mich im Theater gesehen und die hat mich sehr gefördert. Der habe ich zu verdanken, dass ich dann eben diesen Film mit Josef Filzmeier machen konnte. Aber festgelegt auf eine Rolle bist du in dem Sinne nicht. Es gibt ja viele, du hast ja auch mal einen Kommissar oder so einen Ermittler gespielt. Mhm. Es gibt ja Schauspieler, die sind irgendwie gebucht auf die Fiesen oder auf die Kommissare oder auf die Herzensbrecher. Mhm. Du bist da irgendwie vielseitiger. Ist das Glück oder ist das so gewollt? Beides. Und momentan spiele ich ja einen Kommissar, so in der letzten Spur Berlin, die ZDF-Serie. Die mich auch zeitlich ziemlich in Beschlag nimmt. Aber das deswegen spiele ich auch unter anderem auch jetzt auch wieder Theater, weil mir die Vielfältigkeit natürlich wichtig ist, klar. Ja. Klar, aber das ist, wenn man so eine Serie hat wie jetzt Letzte Spur Berlin, die so gut funktioniert, dann lässt man die auch nicht gehen. Das macht man auch erstmal weiter. Ich habe ja auch schon sehr viel gespielt inzwischen. Letzte Spur Berlin, aktueller Fall, Rebecca. Ein Mädchen, das verschwunden ist seit vielen, vielen Wochen, an einer Serie, wo es ja um solche Fälle geht. Siehst du das nochmal vielleicht ganz anders als ein normaler Zeitungsleser, Radiohörer? Das heißt, es berührt mich schon, weil ich mich intensiv mit solchen Themen auseinandersetze als Schauspieler? Nee, weil wir so viele Fälle haben und es gibt ja unendlich viele vermissten Fälle. Es gibt über 3000 im Jahr in Deutschland. Mhm. Es fühlt sich wahnsinnig vertraut an, so ein Fall. Ja. Aber bei uns ist ja das Interessante an der Serie ist ja, dass es immer verschiedene Twists gibt und dass es immer anders ist, als man vermutet. Also der Dreh dann nochmal. Der Dreh, ja. Mhm. Dass man da
dass man da vermutet, dass man einen bestimmten Verdacht hat, dann hat man einen anderen Verdacht und dann ist es aber wieder ganz anders. Das ist ja das Interessante an der Serie und an der Fiktion. Mhm. Bei Rebecca ist es ja, kann man sich ja schon vorstellen, wie es gelaufen ist. Und genau. Das ist natürlich, aber wir wissen es nicht. Also auch das könnte quasi, ich hab mal in so einem Kommentar hier gesagt, das ist ein bisschen wie so eine Netflix-Serie. Mhm. 6 Folgen und mit vielen Überraschungen. Am Ende der ersten Staffel kommt der vermeintliche Täter, wo wir nicht wissen, ob er es ist oder nicht, frei, und jetzt warten alle auf Staffel 2. Wie geht's weiter? Ja, insofern ist es doch sehr ähnlich wie unsere Serie, das stimmt schon. Hans-Werner Mayer, Schauspieler, mein Gast bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Chefsachemacher im Gespräch, der Schauspieler Hans-Werner Mayer ist mein Gast. Eine Zeitung hat mal über dich geschrieben, der Mann ist auf der Überholspur. sich selber überholen, das kann auch böse enden, weil man einfach zu viel macht. Das stimmt, da muss man aufpassen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich 3 Leben gleichzeitig leben muss, aber es entspricht natürlich auch meinem Naturell. Ich mache das ja nicht unfreiwillig. Also das erste Leben ist das Theater-Schauspielleben, das zweite das filmische Schauspielleben. Nee, das würde ich als 1 definieren. Okay. Das zweite ist Familie, das dritte ist Verbandsarbeit, also Bundesverband Schauspiel, wo ich da im Vorstand bin, den ich mitgegründet habe vor 12 Jahren. Das sind mal die ersten 3. Ja, du hast, weil du Familie gesagt hast, 2009 ein Buch geschrieben über deine Kinder durchs wilde Kindistan. Also im Grunde genommen war es ein Buch über mich mit den Kindern. Ja. Also über die Erfahrungen als Vater. Ja. Und war das ein Albtraum streckenweise? Also nicht das Buch, aber sag mal diese Erfahrung, 2 kleine Kinder. Und du hast ja auch ein Jahr gesagt, ich ziehe mich komplett raus. Ich spiele Hausmann. Naja, Hausmann, ich bin ein sehr anwesender Vater. Das bin ich nach wie vor. Meine Frau ist ja auch Schauspielerin. Wenn sie arbeitet, ist sie außerhalb von Berlin in der Regel. Das heißt, ich bin häufig alleinerziehend und verdient. Also das, was sehr viele Frauen immer machen müssen, das habe ich zeitweilig auch. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es ist kein Albtraum, aber es ist eine Tour de force. Und wie heißt es so schön bei Schiller? Der Mut wächst mit der Gefahr. Ja. Also man kriegt das alles irgendwie hin, wenn man sich darauf einlässt. Aber wenn man keine Kinder hat, dann kann man sich das nicht vorstellen. Ich glaube, das ist Leute gucken dann einen wirklich mit ganz erschreckten Augen an. Und nicht zu Unrecht. Der Mut wächst mit der Gefahr, sagt Schiller. Und Fontane hat mal gesagt, am Mute hängt der Erfolg. Mhm. Passt ja auch ganz schön. Ich meine, die Kinder sind mittlerweile schon fast pubertär, ne? Ja, der eine ist schon pubertär, 10 und 12. Was war das einschneidendste Erlebnis in dieser Zeit, wo du gesagt hast, ich bin quasi Vollzeitvater? Es gibt nicht das einschneidende Erlebnis. Das ist halt ein permanenter Wahnsinn. Tags und nachts. Das Schlimmste ist natürlich der Schlafmangel. Und das Multitasking, das ist ja neurologisch gesehen gar nicht gibt. Deswegen muss man immer von einem zum anderen wechseln. Und da ist man dann manchmal, ich hab einen Moment mal erlebt, wo ich im Supermarkt war und so ein Burnout hatte, dass ich einfach mit diesem Wagen irgendwo zwischen den Regalen stand und gesagt habe, ich gehe jetzt einfach nicht mehr weg, ich bleibe hier stehen. Ich habe keine Lust mehr. Geht nicht. Punkt. Es ist ja, kann ich mir vorstellen, also mein Sohn ist mittlerweile groß, wird jetzt bald auch selber Vater. Ich kann mir so vorstellen, wenn man so sagt, okay, man committet sich voll auf die Familie und auf die Kinder, dass man schon so Plan hat und sagt, okay, meine Kinder, die werde ich jetzt so und so nach diesen Regeln und nach diesen Wertemaßstäben großziehen. Gibt es so Sachen, wo du gemerkt hast, es funktioniert gar nicht, was du dir vorgenommen hast? Täglich. Ja? Täglich, klar. Und ich hab mir das gar nicht vorgenommen, sondern es komischerweise, wenn die Kinder dann da sind, dann kommen die ganzen Erinnerungen von früher wieder und dann checkt man so ab, welche Werte habe ich vermittelt bekommen, welche will ich weitergeben, welche nicht. Es sind erstaunlich viele, die ich weitergeben will und wo ich dann selbst merke, jetzt bin ich so wie meine Eltern und verstehe auch nicht, warum sie das nicht so verstehen. Was ist dein wichtigster Wert? Mein wichtigster Wert? Den du weitergeben möchtest. Also ich glaube, das ist Mitmenschlichkeit, also Rücksicht nehmen, für andere da sein. So. Ist gut. Ja. Ja. Und du hast auch mal gesagt, aus der Erfahrung mit den Kindern und dieser vielen Zeit, die du mit denen verbracht hast, Urlaub. Arbeit ist seither Urlaub. Ja, das stimmt. Ja, Proben zum Beispiel am Theater, das ist herrlich. Das ist,
Das nimmt einen, also es kräftemäßig fordert einen das vollständig, aber man kann sich auf eine einzige Sache konzentrieren. Das ist großartig. Keiner, der zwischenruft. Ah, Papa! Allerdings. Keiner, der ständig was von einem will. Ja. Hans-Werner Mayer, Schauspieler, hier bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Der Schauspieler Hans-Werner Mayer, mein Gast hier bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Du hast ja vorhin schon gesagt, du engagierst dich auch für die Schauspieler. Seit 2006 Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Film- und Fernsehschauspieler. Ja. Jetzt, wir haben uns umbenannt in Bundesverband Schauspiel, weil es ist die, wir sind die Gewerkschaft für alle Schauspieler. Mhm. Über 3.400 Mitglieder mittlerweile. Und ich habe diesen Verband mitgegründet damals, mehr oder weniger aus Zufall. Und musste in den Vorstand, weil es sonst niemanden gab. Wir waren zu siebt und es gab nur drei, die überhaupt in eine Frage kamen und bin seitdem nicht wieder rausgekommen. Ja, und deine Frau, Jacqueline McCauley, ist die McCauley ist sie, sie genau verwechselt mit dem amerikanischen Schauspieler. ist die auch Mitglied, natürlich, ne, oder? Ja, klar. Ja. Die muss. Ja, naja. Jetzt habt ihr das natürlich nicht gemacht aus Jux und Dollerei, sondern um darauf aufmerksam zu machen, dass der Beruf des Schauspielers schon ein schweres Brett ist. Manch einer denkt ja, Mann, guck mal, was für ein tolles Leben die haben. Einmal die Woche auf dem Schirm, verdienen einen Haufen Geld. Das ist natürlich Blödsinn, denn du hast ja vorhin mal angesprochen, 800 bewerben sich auf den Job des Schauspielers. 10 werden vielleicht zur Ausbildung genommen und ein oder zwei bleiben am Ende übrig, die überhaupt dann dauerhaft noch Jobs bekommen. Hm. Und die anderen haben Beruf gelernt, viele Jahre lang, und sitzen auf der Straße. Ja, wobei wir haben den Verband nicht gegründet, um darauf aufmerksam zu machen, dass es uns so schlecht geht, sondern um für unsere Interessen zu kämpfen, weil sonst niemand macht. Und um das Ganze mal zurechtzurücken. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben vor einigen Jahren, wie viel Schauspieler verdienen. Und es ist so, dass 4% über 100.000 Euro im Jahr verdienen, aber 70% unter 30.000. Und 60% von 100% sogar unter 20.000. Das heißt, das spiegelt so die Realität wieder. Und Tatsache ist, dass wir immer prekär beschäftigt sind. Also es gibt keine unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse, sondern immer nur befristete. Ja. Es gibt bestimmte Problematiken für unseren Beruf. Wir haben aber den Verband nicht gegründet, um zu jammern, sondern einfach, um unsere Interessen wahrzunehmen. Aber werdet ihr denn gehört? Ja, wir werden gehört. Es gibt Tarifverhandlungen. Wir haben den ersten Tarifvertrag für Schauspieler in Deutschland überhaupt verhandelt. Und die Branche ist auch Gott froh, dass es uns gibt, dass es einen Ansprechpartner gibt. Wir sind mittlerweile der größte und vielleicht auch sogar einflussreichste Verband in der Branche. Und ihr habt auch geguckt, dass eine Tagesgage, Minimum gesetzt wird bei 750 Euro, glaube ich. Inzwischen ist es über 800 sogar, ja. Es steigt dann ja. Mhm. Wir nennen es aber nicht Mindestlohn oder Mindestgage, sondern Gagenuntergrenze für Berufsanfänger. Jetzt sagen natürlich viele Leute draußen am Radio, meine Güte, 800 Euro pro Tag. Ist gefährlich. Ich arbeite hier für 10 Euro, 12 Euro die Stunde, Mindestlohn ist noch niedriger. Mhm. Was sagst du den Leuten? Es wird manchmal fälschlich so dargestellt, als ob wir das pro Tag verdienen. Es ist nur eine Berechnungsgrundlage für den Drehtag. Der Drehtag bedeutet, man muss sich vorbereiten, es gibt Kostümproben, es gibt Pressearbeit und so weiter. Ich habe ja schon gesagt, der Jahresverdienst ist das, was man ansetzen muss. Und da sind es eben bei 70% unter 30.000 Euro. Zumal die meisten Leute auch von 10 bis 20 Drehtagen, wenn sie überhaupt Glück haben, im Jahr leben müssen. Ja. Und wir machen sehr vieles auch dann auch umsonst. Also viele, viele Filme, Studentenfilme, Low-Budget-Filme, da arbeiten wir ganz umsonst. Mhm. Das heißt, wir finanzieren sozusagen andere Projekte. Wir finanzieren auch Theater zum Beispiel, ist auch sehr schlecht bezahlt. Dafür finanziere ich sozusagen mein Leben. Das ist dein Hobby sozusagen. Das ist nicht Hobby, aber es ist, ich könnte nicht davon leben, nur Theater zu machen. Ich habe gestern eine Bekannte getroffen, ist auch Schauspielerin, doch bekannt auch vom Sehen, aus dem Theater oder aus dem Fernsehen. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, wenn man durchs Fernsehen zappt, hat man das Gefühl, du bist ja eigentlich ständig präsent. Mhm. Und dann sagt die, das ist das Fatale. Ja, die Leute glauben immer, meine Güte, was muss die für Kohle nach Hause bringen? Ja, ja. Und unterm Strich sind es dann eben auch nur ein paar Drehtage, 20, 30 im Jahr. Ne? Ja, wobei, wie gesagt, das ist, wir wollen nicht jammern, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir die Strukturen schaffen, dass wir Regeln schaffen, damit es fair zugeht. Hans-Werner Mayer, Schauspieler bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Wir sagen Ja zum Radio, Ja zum Schlager. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio.
Und er sagt Nein zum Geld, zumindest auf der Bühne. Hans-Werner Maier, Schauspieler, in seiner Funktion in der Gewerkschaft kämpft er fürs Ja zum Geld, diesmal aber Nein zum Geld auf der Bühne im Renaissance-Theater. Stück einer Französin, erklär uns kurz, um was es geht. Es geht um einen Mann, der im Lotto gewinnt, und zwar einen sehr hohen Betrag, über 162 Millionen Euro. Und er entscheidet sich, dieses Geld nicht abzuholen und es abzulehnen, weil er mit seinem Leben zufrieden ist und er der Meinung ist, dass das unweigerlich ins Unglück führen wird. Ja. Und was glaubst du, führt viel Geld ins Unglück? Geld ist erstmal neutral, aber... Bedrucktes Papier, sage ich mal. Geld ist, was ist Geld? Geld ist ein Ausdruck von Vertrauen. Mhm. Aber auch schön. Ich glaube, die Gefahr besteht darin, wenn man nicht gewohnt ist, mit Geld umzugehen und plötzlich so einen Riesenhaufen verwalten muss. Dann ist man in dem Moment ist man unfrei. In dem Moment, wo man dieses Geld annimmt, ist man Gefangener dieses Besitzes. Man muss damit umgehen lernen. Was anderes ist es, wenn man schon sehr viel hat und damit umgehen kann und die Strukturen hat, die Infrastruktur, um damit umzugehen, dann ist es kein Problem. Aber wenn man das nicht hat, dann ist es eine Gefahr. Nun habe ich gerade heute zufälligerweise in der Zeitung gelesen, eine Frau in der Schweiz hat genau diese Summe im Lotto gewonnen, 162 Millionen, und hat sich entschieden, da wohnen zu bleiben im Kanton, wo sie ist, obwohl sie dafür die Steuern zahlen muss, ihren Job weiterzumachen und alles so weiterzumachen wie bisher. Auch eine Möglichkeit. Ja, was würdest du mit einem riesen Lottogewinn machen? Oh, ich hätte schon Verwendung dafür. Also ich würde, keine Ahnung, ich habe darüber, ehrlich gesagt, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich diese Art zu denken, da bin ich ganz bei meiner Figur, die ich spiele, nicht sinnvoll finde. Also was auf jeden Fall ein Irrtum ist, davon bin ich überzeugt, ist, dass wenn man, wir denken immer, wenn wir das und das hätten, dann würde mein Leben anders sein. Das glaube ich nicht. Unser Leben ist so, wie es ist. Egal, ob wir jetzt mehr Geld haben oder weniger Geld. Ja, ja. Es wird immer so weitergehen. Mein Charakter wird sich nicht verändern, bloß weil ich plötzlich viel Geld habe. Ich könnte meine Schulden bezahlen, ich könnte alles das erstmal erledigen, was erledigt werden muss. Ja, und dann? Dann schauen wir mal. Aber du wirst genauso traurig und genauso glücklich sein. Ja. Du wirst vielleicht ein Glas Champagner hin und wieder mal mehr trinken können. Aber das finde ich ganz gut, dass du es gesagt hast, weil viele denken ja immer so, ach, viel Geld, nee, Geld verdirbt den Charakter. Mhm. Ich sage immer, das ist Blödsinn. Mhm. Ja, wer einen schlechten Charakter hat, wird auch mit Geld einen schlechten haben, und wer einen guten hat, wird auch mit... Ja, das glaube ich auch, aber die Konfliktlage in dem Stück, was es ja so interessant macht, das wird jetzt auch überall in Deutschland nachgespielt, weil das trifft irgendwie einen Nerv, ist ja, was passiert mit der Umgebung dieses Mannes? Und die haben natürlich überhaupt kein Verständnis dafür, dass er das Geld ablehnt. Und es ist wie eine Versuchsanordnung. Er nimmt es auch deswegen nicht an, weil er seine Umgebung schützen will, sagt er. Ja. Und weil er Angst hat, dass die ihm zu Tieren werden. Und genau das passiert auch. Ja. Wie hört es denn am Ende auf? Mhm. Nimmt das dann doch an, oder? Kommt ins Renaissance-Theater. Ja, das Renaissance-Theater in Berlin. Aber Fakt ist, du als Schauspieler, du würdest sagen, okay, zu 162 Millionen sage ich nicht nein. Ich würde nicht nein sagen, ja. Aber ich glaube, der Unterschied zu der Figur im Stück ist, der ist ein erfolgloser Architekt, der hat noch keinen Erfolg. Und der hat unter anderem auch panische Angst davor, vermute ich, dass er als Architekt nicht mehr ernst genommen wird, weil er sich seine eigenen Projekte finanzieren kann. Wenn man aber das macht, was man machen möchte und damit auch relativ erfolgreich ist, dann kann man auch Geld annehmen. Ja, finde ich auch. Nein zum Geld oder Ja zum Geld. Hans-Werner Maier, mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Schön, dass Sie mit dabei sind. Prima, dass er hier im Studio ist. Hans-Werner Maier, Schauspieler. Aus dem Film bekannt, aus dem Fernsehen und Theater in Berlin im Renaissance-Theater, Nein zum Geld. Und wenn du mal nicht arbeitest oder bei den pubertierenden Kindern bist oder bei deiner Frau, dann hast du so manch schönes Hobby, Singen, haben wir schon gesagt, und du segelst. Jetzt wird das Wetter ja wieder so richtig schön. Wo liegt die Riesensegeljacht? Das ist lustig, dass sich dieses Gerücht immer noch hält. Ist das ein Gerücht? Ja, naja, ich habe mal einen Segelkurs gemacht. Ich habe das mal erzählt. Als mein erster Sohn geboren wurde, hat meine Frau mir einen leider nur halben Segelkurs geschenkt, damit ich meinem Sohn mal was beibringen kann wahrscheinlich. Und dann musste ich die andere Hälfte nachfinanzieren, um überhaupt einen Schein machen zu können. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber seitdem habe ich keine Zeit mehr gehabt zu segeln. Insofern ist es nicht ein Hobby. Und das Singen ist auch kein Hobby, das Singen ist auch Geld verdienen. Das heißt, wir machen das, wir treten auf. Und es ist eher eine Art Freundschaft zu pflegen und damit Geld zu verdienen. Ich finde immer die Frage, wenn ich gefragt werde, welche Hobbys hast du,
die Antwort finde ich ganz schwierig. Ja. Ja, weil manch einer sagt, ja, meine Spielzeugeisenbahn oder so. Ich muss sagen, ich habe gar kein Hobby. Ist das traurig, wenn man kein Hobby hat? Weil mein Hobby ist meine Arbeit. Eben, wenn das der Fall ist, wozu braucht man ein Hobby? Also Hobby ist glaube ich, das, was man gerne machen möchte. Und wenn man das, was man gerne machen möchte, als Beruf hat, warum soll man dann ein Hobby haben? Ja, klar. Aber interessant finde ich auch, wie sich Geschichten verselbstständigen. Ja. Also du und der Segeln. Da gibt es ja aus dem Fußball auch so eine schöne Geschichte mit Hans Meyer, Erfolgstrainer in der Bundesliga, lange Borussia Mönchengladbach trainiert. Da wurde immer gesagt, wenn der Meyer in Pension geht, dann wird er Rosen züchten. Ja. Das hat er, nicht, hat er nie gemacht. Er war nie Rosenzüchter. Er hat irgendwann mal gesagt, dass er nur einen Rosentopf geschenkt bekommen hat. Ja. Und die Geschichten verselbstständigen. Das finde ich so interessant, warum das immer wieder, weil es gibt ja, es ist ja eine Menge schon, ich habe viele Interviews gegeben, es ist viel geschrieben worden, aber warum ausgerechnet diese Sache sich so hartnäckig hält. Das steht auch bei Wikipedia. Steht ja, deswegen. Du musst mal da hinschreiben, dass sie das ändern. Also der Mann, der nicht segelt, obwohl, wenn er die 162 Millionen im Lotto gewinnt, sagt er ja zum Geld und dann wird er es vielleicht doch tun. Hans-Werner Meyer, Schauspieler hier bei Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Hans-Werner Meyer, Schauspieler in Berlin, auf der Bühne im Renaissance-Theater in Nein zum Geld. Wir sagen gleich auch Tschüss. Vorher habe ich noch ein paar Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn die Nachrichten kommen. Ja. Und was ist eigentlich, wenn deine Frau im Fernsehen ist? Guckst du dann auch mal so? Klar. Ja? So, ja, aber ich gucke Fiktion selten live. Das nehme ich meistens auf oder gucke es auf der Mediathek. Und kannst du dann auch sagen, Schatz, das war mal nicht so gut? Oder sagt sie manchmal auch zu dir, war suboptimal? Wenn es nötig, wenn ich es schon, ja, aber ist selten der Fall. Okay. Meine große Niederlage. Meine große Niederlage ist, dass mir nichts einfällt. Meine Schwäche ist. Mein Temperament, also Cholerik. Okay. Wer merkt das? Meine Familie. Schauspielkollegen auch? Nein, die merken es nicht. Da bin ich eher als sehr ruhig bekannt. Okay, und wenn du in der Regie sitzen würdest, dann wäre es vielleicht nochmal anders, oder? Nein, ich glaube auch da nicht, weil Anfälle kriege ich nur dann, wenn jemand meine wunden Punkte berührt und das ist nun mal in der Familie der Fall. Ja, welche sind das? wenn ich zu viel Druck habe und zu wenig Zeit. Okay. Meine Geburtsstadt Hamburg, was verbindet dich noch damit? Meine Schwester wohnt da noch. Halbsatz oder mehr? Wenn das ist, dann ist es das. Ja, ich mag sie. Ich mag die Luft, ich mag die Leute, ich mag die Gebäude. Ja, aber noch mehr mag er Berlin, sonst würde er hier nicht wohnen. Hans-Werner Meyer, Schauspieler Nein zum Geld im Renaissance-Theater in Berlin. Danke, dass du da warst. Gerne. Viel Spaß auf der Bühne, viel Erfolg vor allen Dingen. Und danke, dass Sie mit dabei waren am Radio oder im Fernsehen. Ciao. Ciao. Deutschlands Schlagerradio.